Herzlich willkommen zu einem neuen Wochenausblicksvideo von mir. Vergangene Woche war ganz treu dem Motto, der Drache erwacht mal wieder, wie man passend am Hintergrund erkennen kann. China, neues Stimuluspaket, hat die Märkte euphorisiert, also vor allem halt die chinesischen Märkte, die amerikanischen jetzt nicht wirklich. Das ist definitiv das Thema der Woche. Darauf werde ich auch im Video auf jeden Fall eingehen, beziehungsweise was ich jetzt tradingtechnisch davon halte, welche Chancen es vielleicht noch gibt und wo die Risiken liegen können. Ich meine, China auch kein Geheimnis, gab jetzt in der Vergangenheit des Öfteren derartige Impulse. Nicht ganz so stark, aber ähnlich starke Impulse, die dann halt aber nie wirklich nachhaltig waren. Die US-Märkte unspektakulär letzte Woche, alles mehr oder weniger unverändert geschlossen, aber natürlich auch hier wie immer dann der Ausblick, wo gibt es Chancen, wo gibt es Risiken in der kommenden Woche. Zu Anfang auch wie immer der Risikohinweis, alles was ich in dem Video sagen werde, ist natürlich lediglich meine Meinung und sollte weder als Kauf- noch als Verkaufsempfehlung empfunden werden. Hier muss jeder seine eigenen Entscheidungen treffen. Ich werde anfangen mit den Earnings, da haben wir einige, oder nicht einige, halt ein paar wenige in der kommenden Woche wieder. Wir finden uns nach wie vor außerhalb der regulären Q3 Earnings Season. Dann der Economic Calendar, der ist vor allem gefüllt mit Arbeitsmarktdaten, die ja aktuell so mit das Wichtigste sind, was gemeldet wird. Und dann wie immer Setups in TradingView Top-Down-Analyse. Am Anfang auch wie immer der Hinweis, ihr findet in der Videobeschreibung Links zu unserem Discord-Server, als auch zu meinem Twitter-Profil, wo es dann auch unter der Woche jede Menge Updates zu den hier vorgestellten Inhalten gibt. Earnings, es gibt wenige Highlights am Montag vor dem Open Carnival Cruises, sicher mal ganz interessant. Dann am Dienstag, Event der Woche oder Earnings Report of the Week, Nike. Super interessant, hier wurde jetzt ja zuletzt gemeldet, dass der alte CEO zurückkommt, was erstmal für Euphorie gesorgt hat. Wird interessant, was der zu sagen hat, beziehungsweise natürlich, wie das letzte Quartal für Nike gelaufen ist. Levi's meldet noch und ansonsten, ja, viel mehr ist es nicht die Woche. Dann deutlich spannender der Wirtschaftskalender. Neben diversen Fed-Speakern in der ganzen Woche, am Montag spricht Powell mal wieder. Ich weiß allerdings hier nicht, ob es das eine Rede sein wird, wo es um Geldpolitik geht oder um irgendwas anderes. Das wird meistens erst kurz davor veröffentlicht. Dementsprechend ist auf jeden Fall am Montag im Kalender drin haben oder halt ein Auge drauf haben. Dann am Dienstag geht es los mit den JOLTS Job Openings für den August, heißt Arbeitsmarktdaten, der erste Arbeitsmarktdatenbericht der Woche. Einkaufsmanager-Indizes von ISM, auch am Dienstag um 15:45 Uhr bzw. 16 Uhr. Dann am Mittwoch die nächsten Arbeitsmarktdaten um 14:45 Uhr der ADP, also Private Payrolls. Nicht ganz so interessant wie die JOLTS und die NFPs am Freitag, aber trotzdem was, worauf der Markt tendenziell reagiert. Dann am Donnerstag weitere Einkaufsmanager-Indizes wieder von ISM, der Dienstleistungsbereich, aber halt auch vor allem von S&P Global, auch ganz interessant. Und dann das Event of the Week am Freitag um 14:30 Uhr, die Non-Farm Payrolls, die neu geschaffenen Stellen außerhalb der Agrarwirtschaft für den Monat September, ja, der wahrscheinlich wichtigste Report, den es aktuell so auf Monatsbasis gibt, dass der wichtigste Arbeitsmarktdatenreport ist. Also das auf jeden Fall im Auge behalten. Treasury Auctions bleiben die Woche aus, beziehungsweise es gibt lediglich Bill Auctions und die sind jetzt ja nicht so relevant oder interessant für die Märkte. Ja, die Heatmap der letzten Woche relativ gemixt, würde ich sagen. Big Tech, ja, an sich ganz okay gelaufen. Der Semi-Sektor, also der Halbleiterbereich, deutlich stärker gewesen. Nvidia gut unterwegs, Broadcom gut unterwegs, Accenture gut unterwegs nach Zahlen. Aber dann halt auch, ich sag mal, der zyklische, der Risk-Off-Bereich des Gesundheitswesens, die Basiskonsumgüter, die Verbraucher vor allem sehr stark, also nicht Verbraucher, die Versorger, Energieversorger sehr stark gewesen, Tesla extrem stark gewesen mit 8%. Hier steht ja am 10.10. der Robotaxi Day an. Das ist sicherlich ein Event, auf das der Markt hinfiebert, beziehungsweise wo hinein sich die Aktie offensichtlich sehr gut entwickelt oder halt mit sehr viel Euphorie. Ja, also gemischt würde ich sagen. Man sieht es auch anhand der Sektoren. China mit 26% der K-Web überragt natürlich alles in der letzten Woche. Ansonsten war der Metals Mining Bereich relativ stark. Das hat den Hintergrund, dass immer dann, wenn es positive Nachrichten aus China gibt, heißt es an den US-Märkten in der Regel, dass die ganzen Aluminium- und Kupferwerte anziehen, weil ja, halt stärkere Wirtschaft in China heißt größere Nachfrage nach den Gütern. Dementsprechend hier die Reaktion. Auch der Solarsektor hat sich gut geschlagen. Airlines waren stark. Ja, und Sammy ist, wie gesagt, auch ganz gut unterwegs gewesen. Dann auf der anderen Seite die größten Verlierer. Biotechs waren schwächer, Regional Banks waren schwächer, der Energiebereich, also Öl und Gas, weiterhin schwächer. Ja, Financials an sich nicht ganz so stark. Ja, meine Watchlist für die kommende Woche werde ich wie immer in TradingView posten, als auch bei mir auf Twitter. Das heißt, wenn das interessiert, da auf jeden Fall gerne reinschauen. Und dann jetzt wie immer der Wechsel rüber in TradingView, was
geht Top-Town-Analyse technisch. Also der Weg ist erstmal unspektakulär, verharrt weiter so in der Zone zwischen 15 und 20. Gibt es wenig Neues hier. Gibt auch keine Gründe, warum der deutlich höher stehen sollte, meiner Meinung nach. Der S&P 500, man kann es unschwer erkennen, steht an den Allzeithochs. Und auch wichtig, der gleichgewichtete S&P 500, der RSP-Index, der steht ebenfalls an den Allzeithochs, was tendenziell erstmal schon für eine sehr robuste Marktbreite spricht, was aktuell meiner Meinung nach auch definitiv der Fall ist. Die Nasdaq oder der Nasdaq auf der anderen Seite noch nicht ganz an den All-Time-Highs, aber auch relativ robust. Vor allem die letzte Woche war, Anfang der Woche war relativ stark, dann aber in der zweiten Wochenhälfte eher wieder Gewinnmitnahmen, beziehungsweise halt ein Test der ja letzten Swing-Highs so um 480, 83 Dollar. Ja, solange man sich hier drüber hält und eventuell sogar die Swing-Highs rausnimmt, rechne ich fest damit, dass die All-Time-Highs aus dem Juli zeitnah getestet werden sollten. Der einzigste wirkliche Laggard von den größeren Indizes, weiter der IWM. Es geht hier wirklich in Schneckentempo Richtung ja, Swing Highs oder sogar All Time Highs. Man sieht es im Weekly, die sind immer noch aus November 21 bei ca. 245 US-Dollar. Aktuell steht der Index unterhalb der Swing Highs, allerdings jetzt auch deutlich oberhalb der Swing Lows, das heißt in der Mitte von so einer übergeordneten Range. Interessante Zonen, dann die obere und die untere Kante. Ich denke, die obere Kante ist aktuell noch wahrscheinlicher, dass wir den Test dieser sehen als jetzt der unteren Kante. Dafür sind die Märkte einfach aktuell zu stark. Aber ja, von den genannten Indizes aktuell definitiv der am wenigsten spektakuläre, meiner Meinung nach. Anleihen, Bonds, also anhand des TLT-ETFs, man sieht jetzt eigentlich seit dem 50-Basispunkte-Cut der Fed eher schwächer. Eigentlich sollte man ja meinen, oder rein von der Logik her, okay, erste Zinssenkung und wahrscheinlich, es werden dann noch mit deutlich mehr Zinssenkungen gerechnet in dem Jahr. Das sollte doch eigentlich den Anleihenrenditen nicht gerade entgegenkommen. Also das sollte heißen, dass die Kurse steigen aufgrund der inversen Korrelation. Stand jetzt ist es noch nicht so richtig der Fall. Auf der anderen Seite ist das CLT natürlich in den Rate Cut rein auch schon sehr gut gelaufen. Dann auch sehr interessant in der letzten Woche, der Bitcoin hat sich jetzt wieder deutlich über 60.000, sogar 65.000 schieben können. Übergeordnet, man sieht es in dem Weekly Chart relativ gut, verläuft der Bitcoin seit ja, Februar diesen Jahres in einer breiten Range. Aktuell befindet es sich Richtung oder läuft Richtung obere Kante dieser. Natürlich dann sehr interessant, soll es jetzt in einem Breakout kommen. Aktuell ist es noch nicht so. Interessantes Level to watch im Endeffekt, dann das All-Time-High so um ja, 73.000 Dollar. Und natürlich dann vor allem die Sympathy Plays, heißt die Aktien, die von dem positiven Bitcoin-Kurs profitieren, dann immer ganz interessant. Ja, ich fange mal dann jetzt an mit dem ersten Sektor, dem Drachen im Raum. Haha. KRAP, der Chinese Internet Companies ETF an den US-Märkten. Das ist einfach für mich so der interessanteste US-ETF, weil er halt einfach die ganzen interessanten chinesischen ADRs beinhaltet, also namentlich eine Baba, eine JD, eine Baidu, Pinduoduo. Und sieht, der, wie gesagt, ist letzte Woche 26% gestiegen, hat, glaube ich, knapp den Jahrestiefs bis zu den Jahreshochs gegangen in der Zeit, was natürlich brutal ist. Grund hierfür, wie gesagt, ist, ich glaube, am Mittwoch verkündete Stimuluspaket der chinesischen Regierung, was eben dafür sorgen soll, dass die Wirtschaft mehr angekurbelt wird und vor allem auch wieder mehr Vertrauen einmal in den eigenen Kapitalmarkt hergestellt werden soll, einmal für ausländische Investoren, aber natürlich auch vor allem für einheimische Investoren. Man sieht es im Weekly auch relativ schön. Man hatte dieses Jahr auch schon immer wieder diese Spikes nach oben, nie so stark, das ist auch richtig, aber die waren halt nie wirklich nachhaltig. Ich kann euch nicht sagen, ob es diesmal wirklich nachhaltig sein wird, natürlich. Keine Glaskugel. Kurzfristig finde ich das CRV hier für neue Longs, vor allem im Swing-Bereich, eher ungünstig. Ich meine, es ist brutal gelaufen in sehr kurzer Zeit. Wie es dann bei einem Pullback aussieht, dann mal sehen. Aber kurzfristig bin ich hier auf jeden Fall vorsichtig. Wenn man sich das Ganze im Weekly Chart mal anschaut, hier auf der rechten Seite sieht man, aktuell befindet sich der ETF, also der KRAP, immer noch deutlich unterhalb der Hochs aus dem Januar 2023, was so die aktuellen Range Highs darstellt, meiner Meinung nach. Heißt, wenn er sich dort deutlich über, ich sag mal, 38 bis 40 Dollar etablieren sollte, was noch ein ganzes Stück ist und ich nicht davon ausgehe, dass wir das jetzt in den nächsten Wochen sehen, dann ist der Bereich für mich vom Chart her auch wieder deutlich interessanter. Wie gesagt, kurzfristig wäre ich hier vorsichtig. Man sieht es auch an Einzelwerten wie einer Barber, wie einer JD, ganz ähnliches Chartbild im Wiki, logischerweise, da der ETF, wie gesagt, den Internetbereich sehr gut darstellt. Hier gilt im Endeffekt gleiches wie für den ETF von der Price Action her. Auch hier bin ich kurzfristig eher vorsichtig. Es gibt dann auch noch viele kleinere Werte, also kleinere chinesische ADRs, die sind vom Chart her und fürs Trading meiner Meinung nach fast interessanter, da die
nochmal deutlich volatiler sind. Hier gehört zum Beispiel eine KI Holdings mit dazu, aber auch hier gilt Gleiches im Endeffekt vom Chartbild. Das sieht man ja auch hier, ist natürlich jetzt brutal gelaufen in sehr kurzer Zeit. Auch hier würde ich auf jeden Fall meine Konsolidierung abwarten, bevor ich irgendwas tun würde. Gleiches gilt für eine App Fintech, ist ein kleinerer Broker, Neobroker in China. Ja, und dann habe ich noch eine Full Truck Alliance, YWMM mit dabei. Auch hier wieder ähnliches Muster vom Chart her. Breite Base oder sehr, also in den letzten Jahren gebildet, jetzt obere Kante, Breakout darüber, steht ein Stern, wenn es passieren sollte. Definitiv interessant für weiteres Follow-through, meiner Meinung nach. Aktuell ist es noch nicht so. CRV für neue Longs kurzfristig eher suboptimal und bei China immer im Hintergrund behalten, dass natürlich oftmals das Ganze dann auch über Gaps gesteuert wird. Das heißt, Intraday geht da oft gar nicht so viel, sondern die Märkte kommen, also die chinesischen Märkte also da hat man ja sozusagen ein vollzogenes Bild, bevor die US-Märkte schließen, und teilweise sogar öffnen. Dementsprechend, ja, da auf jeden Fall vorsichtig sein. Dann, was die US-Sektoren angeht, da finde ich kommende Woche unter anderem den Industrials-Bereich ganz interessant, befindet sich auch an der oberen Kante, einer breiteren Range. Wie gesagt, die Marktbreite weiterhin sehr gut und was heißt weiterhin, aber aktuell sehr gut meiner Meinung nach. Dementsprechend kann ich mir den Breakout hier ganz gut vorstellen. Interessante Werte hier, wirklich Leader aus dem Segment FTAI Aviation. Chart spricht für sich im Endeffekt. Breakout auf neue Alltime heißt hier denkbar, eine Prime Morris. Auch ganz interessant, ebenfalls ein Industrial befindet sich knapp unterhalb der All-Time-Highs, auch an der oberen Kante von der breiteren Seitwärtsphase. Auch hier bei Follow-Through denkbar, dass wir den Continuation-Move sehen, meiner Meinung nach. Und dann noch ein kleinerer Wert, Powell Industries. Auch in einer sehr volatilen Seitwärtsphase zuletzt also aktiv gewesen oder unterwegs gewesen. Jetzt ein neues All-Time-High markieren können. Das ist ein All-Time-High. Und auch hier dann der Breakout auf neue Hochs würde einen möglichen Continuation-Move triggern, meiner Meinung nach. Dann ebenfalls sehr interessant, am Freitag wurden zumindest Intraday neue All-Time-Highs hier markiert im Homebuilding-Bereich. KB-Home-Zahlen waren ja gar nicht so stark letzte Woche, aber hat den ETF nicht weiter, in dem Bereich nicht weiter negativ beeinflusst. Auch hier kann ich mir gut vorstellen, dass wir weiteres Follow-Through sehen sollten, insofern die Märkte stabil bleiben. Ich habe hier eine Build-First-Source auf der Watchlist für so einen Move, eine Greenbrick Partners, also ist ein Homebuilder oder halt, also in dem Bereich in der Regel interessant, entweder Homebuilder selbst, also sowas wie die genannten, oder auch eine Pulte, eine KBH, eine Lennar, also hier mal die bekannten, eine Toll Brothers oder halt vor allem die Zulieferer, wo zum Beispiel dann auch eine TGLS mit dazu gehört, Technoglas. Auch hier der Chart sehr schön, sehr stark, absoluter Aufwärtstrend, auch hier kurz vor dem Break der All-Time-Highs, dementsprechend bei neuem. Bei weiter bullischem Momentum im Sektor kann ich mir auch hier gut vorstellen, dass die Aktie weiter gut läuft. Gleiches gilt für eine Mohawk Industries. Handelt in einer ja, relativ breiten Base seit den Earnings Anfang oder Ende Juli. Kann ich mir auch hier gut vorstellen, dass wir einen Breakout darüber sehen könnten in der kommenden Woche. Dann, last but not least, der ARKK, der ARK Innovation Bereich. Kurzfristig finde ich den Bereich auch auf jeden Fall ganz interessant. Auch hier befinden wir uns jetzt knapp unterhalb des Tiefs, gerade sind es die Jahreshochs. Nicht ganz die Jahreshochs, aber auf jeden Fall so die letzten wirklich markanten Swing-Highs aus Mitte Juli. Ja, sollten die Märkte weiter stabil bleiben, kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier einen weiteren Move nach oben sehen könnten. Interessante Werte hier für mich, eine Roku zum Beispiel, ist ein ganz klassischer Wert, der immer dann gut unterwegs ist, wenn der ARKK ganz gut läuft. Carvana, unabhängig vom ARKK, extrem stark, eine absolute Turnaround-Story dieses Jahr. Auch hier dann ja, weiteres bullisches Momentum denkbar. Eine Zillow Group läuft ebenfalls, also wie Redfin, sehr gut, seitdem wir wirklich im TLT diese nachhaltige Bewegung nach oben sehen. Was fallende Zinsen impliziert, macht Sinn bei dem Sektor. Starker Impuls, den jetzt auskonsolidiert. Idee ist ja einfach ein weiterer Breakout Richtung neue Spring Highs. Und dann noch ein kleinerer Wert, Surf Robotics, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, ist definitiv natürlich hochspekulativ. Finde ich aus dem Grund ganz interessant, dass wir hier eine relativ enge Konsolidierung haben und es jetzt einige Sympathy Plays in dem Bereich gab, die sich zuletzt ganz gut entwickelt haben. Freitag war hier der erste Versuch mit dem Break Higher und nicht ganz geglückt. Wenn wir weiterhin ich sag mal, dieses Risk-On-Sentiment haben, kann ich mir gut vorstellen, dass es hier nochmal einen Versuch geben wird, der dann vielleicht auch mit mehr Erfolg gekrönt werden kann. Ja, werden wir dann aber im Laufe der Woche, in den nächsten Wochen sehen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich immer für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch allen ganz viel Erfolg in der kommenden Woche und man liest sich im Discord.